Radio Deutschland 1, das Talkradio für Deutschland. Ruf an und sag uns deine Meinung. Radio Deutschland 1, wir sprechen Klartext. Bringen wir jetzt nach Leer in Ostfriesland. Ulrich Keck, guten Tag, Herr Keck, Sie sind dran. Schönen guten Tag, Herr Schönborn. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ein Aspekt haben Sie außer Acht gelassen. Wir haben, die EZB hat 2,6 Milliarden Euro auf den Markt geworfen. Deutschland steht für ein Drittel gerade. Wir stehen für die Rettungsschirme gerade und andere Dinge. Das sind 800 Milliarden Euro. Wir sind der größte Nettozahler der EU. Wir sind, glaube ich, der zweitgrößte oder drittgrößte Nettozahler der UN. Wir haben mittlerweile 1,5 Millionen Asylanten in Deutschland. Jedes Jahr kommen 200.000 dazu. Das sind also, so viele wie München an Einwohnern hat. Alle drei Jahre sind es so viele dazukommen, wie Dortmund an Einwohnern hat. Und diese Leute wollen natürlich rechterweise in 30 Jahren Rente haben. Und jetzt bin ich der Meinung, dass wir darüber nachdenken können, dass wir uns diese Dinge nicht mehr leisten können, wenn es so ist, dass zu wenig Geld da ist, um in Schulen zu investieren, in Schwimmbäder zu investieren und anderes. Ich möchte jetzt von Ihnen nicht die Standardantwort haben, dass wir die größten Nutznießer der EU sind. Ich sehe das als Sparer völlig anders, ja. Oder ich möchte auch nicht für ihn als ausländerfeindlich abgestempelt werden, weil ich das mit Asylanten angesprochen habe. Also bitte keine Standardantworten, sondern dass Sie sich dazu mal äußern. Dankeschön. Ja, nee, wir versuchen das gerne. Danke, Herr Keck. Ich finde das auch klasse, dass Sie da sehr zugespitzt sind. Nur einfach von der Sache her, wir haben keine 200.000 Asylbewerber, sondern wir kommen nicht mal auf 200.000 Zuwanderer. Aber das sind zum allergrößten Teil Arbeitskräfte aus anderen EU-Ländern, die zu uns kommen. Also die machen die große Zahl. Aber 1,5 Millionen Asylanten haben wir. Und die Zahlen habe ich nicht von irgendwoher, sondern das hat sogar Frau Nahles von sich gegeben, als noch da war. Wahrscheinlich Herr Keck, müssen wir uns nicht darüber streiten. Kann man ja leicht googeln und nachvollziehen. Genau, vielleicht ein Missverständnis, aber bitte, Herr Schäfer. Ich will vielleicht einfach das Thema Geldpolitik daraus greifen. Genau. Und ich glaube, das ist eins der zentralen Punkte. Und ich will jetzt nicht darauf eingehen. Sie sagten ja, Sie wollen nicht die Standardantwort, ob Deutschland davon profitiert hat und wie stark. Auch wenn ich der Meinung bin, dass es sehr stark profitiert hat. Aber der Punkt ist, dass die Geldpolitik mittlerweile an die Grenzen ihrer Mittel kommt. Wenn Deutschland nicht mehr und andere Staaten auch mehr fiskalpolitisch tun und mehr Geld ausgeben, dann wird es unvermeidbar sein, dass die Zentralbanken neue Mittel und neue Wege gehen müssen und wahrscheinlich sogar noch stärker in negatives Territorium bei den Zinsen gehen werden. Und das wird dem deutschen Sparer dann auch extrem wieder schaden. Und das ist in Deutschland ein sehr unbeliebtes Thema. Die EZB ist der Buhmann für vieles. Aber es ist de facto so, dass wenn sich nicht auf der fiskalpolitischen Seite mehr tut und das Wirtschaftswachstum dort angekurbelt wird, dass es einfach so sein wird, dass die Geldpolitik weitere Schritte einleiten wird. Und das wird dem deutschen Sparer und auch nicht helfen. Herr Scheritz? Ja, ich wollte vielleicht noch ein Wort zum Thema Zuwanderung, über die man ja aus verschiedenerlei Erwägungen geteilter Meinung sein kann. Aber wenn man das Ganze jetzt mal rein ökonomisch, und das ist ja hier ein bisschen das Thema, betrachtet, dann ist Zuwanderung letztlich also eine der Voraussetzungen dafür, dieses Land überhaupt demografiefest zu machen. Denn wir, sozusagen die deutsche Bevölkerung, altert rapide. Und irgendjemand muss dann später mal die Leute im Rollstuhl spazieren fahren oder pflegen oder irgendwas. Das kann man ja nicht nur monetär, sondern man braucht wirklich reale Arbeitskräfte. Und wenn die nicht aus dem Ausland kommen, dann wüsste ich jetzt nicht, wo die herkommen sollen. Ich habe nicht von Zuwanderung gesprochen, ne? Das muss ich Ihnen sagen. Ich gebe Ihnen da recht. Es geht hier nicht um Zuwanderer, die auch in unsere Sozialsysteme einzahlen, sondern es geht um diejenigen Leute, die eben nicht in Sozialsysteme einzahlen. Denn bedenken Sie, dass ein Drittel aller Hartz-IV-Empfänger jetzt mittlerweile Asylanten sind. Ne? Haben wir verstanden. Ich danke Ihnen. Ich würde gerne einen Aspekt. Tschüss nach Leer. Nicht? Und danke, dass Sie dabei waren. Tschüss, Herr Schönborn. Tschüss, meine Damen und Herren. Und würde gerne eine Frage von David Krak.